Nach wie vor Ehrfurcht. Respekt vor der Aufgabe. André Wirsig weiß, was er tut. Weiß aber nicht, was da kommen wird. Mitte Juli. Ganz im Norden der japanischen Zentralinsel Honshu, der Ausgangspunkt der Strapaze. André Wirsig trifft den Skipper eines Begleitbootes und beseitigt all das, was stören könnte. Sein Schwager Jürgen kümmert sich um die Verpflegung. Zucker, hochkalorisches, zusammengerührt als Brei. Ja, ich denke, wir sind aufgestellt. Nacht geht es raus. 20.000 Euro hat er in das Unternehmen gesteckt, die Reise nach Japan, Begleitboote, Personal. Vaseline gegen brennende Achseln. Die Schmiere verhindert, dass er sich einen Wolf schwimmt. Ohne Neopren in der Meerenge zwischen Honshu und Hokkaido. Dort, wo Pazifik und japanische See zusammenprallen. Alles Gute, André. Hau ran. Oceans 7. Fünf hat er. Seine erste Etappe 2014, der English Channel, der Ärmelkanal. Ein Jahr später Hawaii, 44 Kilometer zwischen den Inseln Oahu und Molokai. 2016 die Meerenge zwischen Irland und Schottland, dann Kalifornien. Die Strecke von Los Angeles nach Santa Catalina Island. Nun also die Tsugaru-Straße, Japan. Üble Bedingungen zunächst, die Strömung treibt ihn von der Ideallinie weg. Angst? Ich habe großen Respekt. Ich bin mir auch der Gefahr bewusst oder des Risikos, was ich eingehe. Aber das ist durchaus kalkuliert. In der Kalkulation die Speicher auffüllen. Alle 30 Minuten. Feste Nahrung würde nicht funktionieren. Kauen und Schwimmen geht nicht. Kommen wir dann voran? Sehr gut. Ein geschlepptes Stofftuch soll verhindern, dass Haie den Schwimmer als Beute wahrnehmen. Und weil die Strömung ihn wegdriften lässt, schwimmt André Wirsig 45 Kilometer. Dabei sind es nur 20 Kilometer Luftlinie zwischen Honshu und Hokkaido. Nach knapp 13 Stunden erledigt. Die fünfte Etappe. Zwei fehlen noch. Die Straße von Gibraltar und die Cookstraße, Neuseeland, zwischen Nord- und Südinsel. André Wirsig wäre der erste Deutsche, dem es gelingen könnte, die sieben legendären Meerengen zu durchschwimmen. Die Oceans 7.